Ein Kernfusionsreaktor. Saubere Energie. Macht das eigentlich irgendeinen Radius oder so? Ne, es ist ja sauber, ne? Es macht einfach nur Lärm. Und wir werden das einfach hier hinten irgendwo hinknallen. Kostet 1 Million. Bam. Da ist er. Kernfusionskraftwerk. 1 Million. Und jetzt können wir praktisch alles andere, was Kraftwerke und so betrifft, können wir alles wieder wegreißen. Wir brauchen nur das Ding da. So, und hier haben wir das medizinische Zentrum. Das medizinische Zentrum ist eine Forschungseinrichtung, die an Heilungen für Krankheiten und andere Gebrechen arbeitet. Es ist so riesig und effizient, dass es sich mit Leichtigkeit um sämtliche Gesundheitsbedürfnisse ihrer Bürger kümmern kann. Sämtliche. Das heißt, wenn wir dieses Ding jetzt bauen, vorher müssen wir hier noch was wegreißen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Steht zumindest da. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist das hier zwischen dem? Also warte ich daran so mir. Geh mal beiseite hier. Na, jetzt ist die ganze Zeit im Blickfeld. Das Fenster im Blickfeld. Zwischen dem. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das heißt, theoretisch. Ich mache jetzt einfach so fertig. So. Medizinisches Zentrum. Baue ich hier doch wieder so ein Ding hin. Na gut, komm, erstmal. Das ist wieder funktionockelt. So. Gesundheitswesen Verfügbarkeit 4000. Jo. Die Frage ist, ob wir jetzt die Kleine alle abreißen dürfen oder ob wir die trotzdem noch brauchen.
Kann ich nicht genau sagen, aber das hier fehlt uns noch. Gewerbegebiet mit 20.000 Quadraten. Auf jeden Fall können wir... Guck mal, das hier brauchen wir nicht mehr. Das können wir abreißen. Das können wir abreißen. Was brauchen wir denn hier dann noch? 10.000 Bürogebäude. 4.000 haben wir erst. 4.111. Lass uns mal eben hier gucken. Stromgeräte. Strom. Ich noch irgendwo welche herumflattern. Da. Kann weg. Da stand das Ding. Regeneriert den Strom für alle. Also brauchen wir keinen Strom mehr. Wasserstauern. Weg. Die lassen wir mal noch da, die drei, damit da überhaupt erstmal Strom ist. Jo, Joghurt. Was fehlt uns hier noch? Ach ja, die Freizeitdingser, genau. Die 15.000 Kinder in Schulen. Gekramse. Industrie. 19.000 von 30.000 haben wir jetzt. 19.000 von 30.000. 7 Friedhöfe. Immer noch nicht voll. Kriegen wir schon noch hin. Zwanzigtausend Gewerbe. Vielleicht sollte ich lieber so kleines Gewerbe machen statt großes. Könnte mitunter helfen. Wir machen das mal. Kleines, kleines. Also erstmal weg. Für die Freischaltung hat er nichts davon gesagt, dass es großes sein muss, ne? Einfach nur Gewerbe. Kästchen. Machen wir einfach kleines Gewerbe. Wenn es fertig ist, können wir es eh wieder abreißen. Wir wollen ja nur die Freischaltung machen.
10.000 Büros. Sagen wir, machen hier einfach mal noch ein bisschen was, wenn das geht. So, yeah. Juti, da wollen wir noch ein bisschen Büro anlegen. Da haben wir schon mal die Parks, da brauchen wir noch ein bisschen Feuerwehr. Die Feuerwehr, die hat's echt schwer. Da, 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 da. Zack. Machen wir nochmal eine Police Officer Station hier. So. Machen wir ein Haus für Kranke, sicherheitshalber. Und dann geht's weiter mit den Büros. Sind dich daran summen hier? Meinen Punkt auch mal sehe. So. Hier könnte es sein, dass noch nicht überall Wasser ist.
So, dann dürfen jetzt hier Büros entstehen. Und da kommen auch schon die ersten Häuserlis. Wir sind inzwischen auch schon bei 70.000. Die ersten zwei Gebäude. Jo. Es wird direkt aufgewertet. Auf die nächsthöhere Stufe. Ihr habt genug Platz. Ihr könnt da jetzt euch richtig austoben mit Büros. Macht mal. Neunundneunzig. Da muss noch mehr. Mehr als das Doppelte. Ah, jetzt tut sich was. Da tut sich was. Freizeitspezialisierung fehlt immer nur. Die Friedhöfe. Berechtigt 5.200. Wie kriegen wir denn das hin? Mehr Wohnraum?
Muss doch jetzt hier mal ein bisschen was bewirken. Bewirken. Siebenhundertneunzehn. Wir wollen mehr Büros, wir wollen mehr Büros. Jetzt tut sich hier wieder was. Ein paar neue Gebäude entstehen. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht es ab hier. Hier eins und da eins und dort eins und da eins und dort eins. Da auch wieder eins. Jawohl.
Hier steigt der Gebäudebau. Es sieht ganz so aus, als wenn wir jetzt unsere Freischaltung demnächst bekommen. Hier kommt eins nach dem anderen. Das Gebiet füllt sich nach und nach. Go, go. Ja, wie viel haben wir schon? Guck mal, 5.191. 5.100. Noch ein Schwung Häuser und dann haben wir es. Zweihundert. Gut. Ich bin noch etwas unschlüssig, wie wir das hier gestalten wollen. Ich fand die Idee mit der Palme eigentlich ganz cool von meiner anderen Map. Frage ist, ob wir das hier hingezaubert bekommen. Wollen wir das überhaupt hier hingezaubert bekommen? Ach, ich denke schon, ne? Ja, so. Oder lieber ein kleinerer Kreis. Ich glaube, wir nehmen lieber einen kleineren Kreis.
Was war denn das überhaupt für ein Kreis? Das andere war ein Dreier, ne? Warte mal, das hier war ein Dreier. Dreispurig. Ich glaube, es macht mehr Sinn, den zu nehmen, auch wenn er eine andere Farbe hat. Ich kann die Farbe ja auch ändern selber. Kann ich den eigentlich ändern? So. Probieren geht über Studieren. Oder ist der dann zu eng zum Bauen? So. Es geht. Würde ich den aber trotzdem mit Buslinie machen. Würde ich meinen. Es macht irgendwie mehr Sinn. Da sowieso das andere auch Buslinie ist. Bleiben wir bei Buslinie. Zack. Oh, jetzt habe ich auch wieder einen geistigen Fehler gemacht. Schön, dass wir jetzt Buslinie hier reingemalt haben, aber es ist ja Quatsch. Es muss ja Einbahnstraßenkreisverkehr. Also, nochmal. So. Sechsspurige Einbahnstraße. Warte mal. Sechsspurige Einbahnstraße mit dekorativem Gras. Oder mit Bäumen. So, sechsspurige mit Bäumen. Sechsspurig mit Bäume. Nee, war schickimicki. Aber, jetzt sehe ich es gerade wieder, ist ja auch wieder unsinnig. Die ist nicht einbahnstraßig. Oder ist sie? Doch, ist sie. Sechsspurige Einbahnstraße mit Bäumen. Doch, richtig. Boah, macht mich hier fertig. Na, warte nur. Na, komm. Da. Ich hab mein Holz und so, zack. Zack und zack rüber und gebaut. Nein, zu weit. So. Sechsspurig Einbahnstraße Kreis. Feine Sache. Jetzt müssen wir den hier wegreißen. Pump. Dafür müssen wir den
Was ist denn hier eigentlich? Ach, da hat er so ein Dings gesetzt. Weg damit. So, da haben wir schon mal unseren Palmenstängel. Zweispurige mit Bus. Gebogen. Gilt das jetzt als angeschlossen? Ich glaube ja. Palmwedel. Gefälle zu steil. Warum bin ich fertig hier? Gefälle zu steil. Machen wir erstmal hier.
Ach, ging doch. Ach, genau. Ja, jetzt hab's doch geigt. So, da haben wir unsere Palme. Wenn ich ein Busdepot habe, zum Beispiel hier hinten irgendwo. Möglicherweise hier. Dann kann ich doch... Dann kann ich doch... Kann ich dann trotzdem hier die Route nur bauen? That's the big question. Also, sage die Linie hier. So, dann nach. Nein. Hier. Die noch mal verschieben nachher. Nicht zu dicht an der Kreuzung, sonst funktioniert das nicht ordentlich. So.
So. Haben wir die komplette Palme einmal. Und dann wollte ich dann einmal von hier. Nee, nicht von da. Wir machen von hier aus nach hier. Dort, nach dort. Dann fährst du nochmal durch den Kreis, dann kann ich ja auch noch hier nochmal lang machen. Dann machst du halt hier nochmal Stopp. Dann machst du hier nochmal Stopp und dann machst du da nochmal Stopp. So, das war die Buslinie. Und hier machen wir jetzt Touristengewerbe, ne? Kleines Gewerbe für Touris. Rum, plum, plum, plum.
Oh Gott, oh Gott. Herr Jemine. So, da haben wir unsere Palme. Der coole Nummer. Wasser haben wir hier. Strömling müssen wir noch irgendwo hier hin zaubern. So, haben wir Gebiet markieren. So, da hätten wir das Gebiet Lorbeerviertel. Das nennen wir natürlich nicht Lorbeerviertel. Das nennen wir, erstmal deklarieren wir es um in Party. Party. Oder nee, Tourismus, ne? Was hat Tourismus meinst du? Tourismus. Oder doch Party? Nee, wir machen Tourismus. So. Dreieck klicken. Das nennen wir die Touripalme. Nennen wir das Touripalme. Darf ich mit Minuszeichen arbeiten? Oder meckert er dann rum?
Satori-Palme. Unsere Turi-Palme. Und in der Turi-Palme gelten folgende Regeln: Park, Haustiere, Recycling, Rauchverbot, Freizeitbenutzung, dann Enthusiasten für kleine und für große. Hochhäuser gibt es hier nicht. Radfahrenförderung, Gehwege, Nachtsruhe. Nur Anwohner und Geschäfte dürfen mit Autos fahren. So. Das sind viele, viele Regeln für die Turi-Palme. Schauen wir mal. Deswegen fahren hier auch jede Menge Busse und wenig Autos. Und hier muss ich jetzt erstmal Gewerbe dann anfinden. Gut. Was nachher auch einfach sein wird, weil ich ja drüben einfach nur als abreiße. Dementsprechend wird sich das hier einfach dann wieder neu ansiedeln. Die Turi-Palme. Wenn die Gebäude stehen, werden wir das alles noch verhübschen mit schicken Büschen und Bäumchen und was noch so alles dazugehört. Hier muss auf jeden Fall dann noch U-Bahn und Taxi. Suche ich mir noch ein schickes Plätzchen. Als dann jetzt an dieser Stelle erstmal ein Päuschen für mich.